Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zurück zu, was passiert hier, einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Auf der Map Blankwitz mal wieder mit der Linie 28 von S-Bahnhof Blankwitz zur Standseilbahn mit dem Mercedes-Benz O321, wurde mir vom 7. Let's Player empfohlen. Ja. Oh, hallo. Ah, es geht, hallo. So, Licht und alles. Blinker ist wunderhübsch hier. Die Hupe hört man. Achtung, laut. Ihr seid übrigens gerade in der Aufnahme. Ja, dachte ich mir gerade. Ja. Hallo. Und wir haben ein cooles Feature. Hier kann man nämlich alle Fenster gleichzeitig öffnen und schließen. Wo ist welche Map? Blankwitz! Map, Bus, Mercedes-Benz O321 HI. Ne, HL. Den kennen? Was? Muss ich den kennen? Nein. Ah, der ist cool. Google mal nach. Schöner Bus. Geht hier. Ach so. Können wir gleich zusammen machen. Echt ein Sneakerbus. Ich habe mir gerade das Motorrad mit dem Raketenantrieb gekauft. Oh. So Leute, guck mal, diese Tür, die ist manuell steuerbar mit diesem Dreher hier. Das ist voll cool. Der hat quasi neben dem Lenkrad eine so eine Drehstange und diese Stange ist verbunden mit der Tür und die Tür klappt sich nach außen auf. Wisst ihr, was ich meine? Albert. Das ist richtig cool. Okay, auch Albert, da? Der pennt. Der pennt so gerne. Muss mal ganz kurz. Liebe Leute, ich entschuldige mich. Ich muss mal ganz kurz. Mein Code neu eingeben. So. Jetzt wieder, weil die rote Leiste dann geht. Leiste. Ja, die rote, meine rote Schwangerschaftsleiste. Ah. Du meinst die OMSI-Attacke-Leiste? Auf! So wie ich sehe, ist es hauptsächlich ein brasilianischer Bus. Wobei der aber auch, glaube ich, bei der Hochbahn. Ich glaube, mit Raketenantrieb in der Treppe. Also schon in Deutschland. Ich bin gerade nicht im Spiel vom Motorrad gefallen. Nein. Und der Raketenantrieb braucht auch nicht. So, warte mal. Was habe ich jetzt noch vergessen? Ich wollte. Oh, ich bin gerade geflogen! Zeit vorstellen. Huch. Bin in ein Auto gekracht. Au! Dass mich auch noch anfährt. Nee, ich fahr jetzt aus mit dran. Das ist ein Riesenspiegel. Hab mich gerade nicht selbst umgebracht durch mein Motorrad? Erfunden, dass das Lenkrad so aus wie steuerbar ist. Ich. Achso. Ich habe mir heute auch noch einen Analog Auto GTA gekauft. Ah nein. Ah, warte, was habe ich denn jetzt noch? Nein. Oh cool, das Lenkrad hat Waffen. Lenkrad, ja, Motorrad, weil ich. Was habe ich? Ah! Scheiße, naja, egal. Nächste Grünphase. Linie! 28, Blankwitz. So, ich dachte von GBI, Scheiße. Aber ich würde euch jetzt mal empfehlen, auf den Bus zu googeln. Gleich, wenn ihr Zeit habt. Ich bin jetzt mal so böse und gehe in mein Büro und tapp dann aus dem Spiel raus. Kennt ihr den Pegasus-Bus? Bei OMSI? Luke, ja, Kevin. Hä? Ja? Nein, Luke ist da. Ja, ja. Aber kennt ihr den Pegasus-Bus? Ja, Gasse. Kennt ihr den Pegasus-Bus? Bus? Und Luke? Luki, wie findest du den Bus eigentlich? Nicht schlecht, bei der Lea. Was? Bei der Lea?
Thalia. Thalia? Ja. Was hat Thalia mit dem Bus zu tun? Vergiss es. Sag mir dir nachher. Ist der Bus nochmal? Ich kann meinen Namen nicht mehr. Oh, 321. Mercedes-Benz. MB. Oh, 321. Boah, ich glaube, wir fahren jetzt mit Regen. Ah, oder? Einfach weil die Scheiben. Ja, ist aber egal. Brauchst du nicht danach googeln. Dann findest du ihn direkt. Die Scheibenwischer sind niedlich. Der sieht süß aus. Ein Autoflug mit Silberstein und Kürz fahren hinten dran. Nice. Der sieht süß aus. Das ist ein trauriger Bus, ne? Wir kamen gerade an Felsenmarathon Plus entgegen. Wir haben die entgegen? Der Silberstein Plus. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Problem. Ja, vor allem da dann von einer Stadt zur anderen fährt, dann dort an den Autozug angekuppelt wird, dann nach Süd fährt, dann dort vom Zug abgekuppelt wird, zurückfährt, über die nächste Weiche, dann wieder in den Bahnhof ein und fahrt. Zu viel Information für zu kurze Zeit. Abenteuer zu Zeitverkehrsreisen. Nimm mit der uralten Lok, die schon schön ist, ja, mit Replatzbewegung, Verkehrsreisen erstmal. Vom Gehstedt mitten im Nix, erstmal mit alten Personen zu planen. Ist das eingeloggt? Ja, mit richtiger Luxus dann, Ja, mit ob eine Lok eingeloggt ist? Eine Frage. Er nimmt auf. Ja, und dann mit Luxuspreisen. Mit Luxuszug. Warum steigt die nicht aus, die Alte? Weil die keinen Bock hat. Mit Displays-Garantie für Fenster. Nimmt der gerade auf? Ja. Ach so, hallo. Das ist das Fenster. Bis nach Musum, nach Nibül, von Nibül an Aufzug dran. Und dann geht's richtig los. Dann geht's nach Süd. Und der Zug ist zu groß für den Bahnhof. Das heißt, der Personenzug wird abgekuppelt. Der Personenzug wird abgekuppelt. Zurück zur nächsten Weiche. Dann wieder in den Bahnhof rein. Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Dann wieder zurück zur Weiche und dann den Autozug wieder dran und ab zurück. Ich hab einen komischen Bug. Das sehe ich mal ein. Das sehe ich mal ein Abenteuerurlaub zu Fernverkehrsreisen. Wa? Und ich habe jetzt zu viel geredet. Der Bürgervorsteher von Westerland ist geistert. Das Fräulein will nicht aussteigen hier. Und ich habe keinen Fahrplan, ich habe gar nichts im Bus. Dann schmeiß ich raus. Das ist ja Betriebsfahrt. Lisa schildern und dann geht sie weg. Die will ja nicht raus, die Alte. Was soll ich denn machen, dass sie raus will? Betriebsfahrt schildern. Oh. Hallo. LOL. Man muss die erste und die zweite Türtaste drücken, obwohl ich nur eine Tür habe, damit die Leute aussteigen. Vielleicht ist das. Hä, das ist komisch. Oh nein. Jetzt sag mir nicht, dass ich hier. Geil, ich hab so, keine Ich hab keine Rückfahrleuchte und kann nur mit 1 km/h rückwärts fahren. Weil der Bus. Mhm. Das muss ich aber jetzt in der Außenansicht machen. Weil das ist schon in der Außenansicht haarig. Wie Lukis Kopf. Ja, im Gegensatz zu dir habe ich sowas. Ich auch, du Sack, du. Der Scheibenwischer ist fleißig. Das Kopf, das ist mir neu. Die Aspen dachte, hast du bloß meine Sonderansage. Ja, dies bist du jetzt nicht, ab daher aufnimmt. Eigentlich müsste ich sie jetzt mit dem Bluetooth-Lautsprecher auf volle Lautstärke abspielen. Kennt ihr eigentlich den Pegasus-Bus? Ja. Ja. Meinst du in Omsi oder in GTA? Omsi. Google mal danach. Ich lande gerade mit dem Heli auf einem Dach. Ich ja, glaube, ich habe jetzt nicht raus. Nein, gleich. Hilfe, das ist ein Schild. Das ist auch so ein schöner alter Bus, damit wollte ich den Rückweg antreten. Heute haben wir bei der Linie 6, der war voll. Das war nicht von Lust. Der hat heute einfach so eine Außenansage gemacht. Ich habe die zwar sowieso schon alle aufgenommen, aber ich fand es witzig, dass der die Mieter am Jakobiniplatz einfach abspielt. Ach ja, Luki. Was und Ricardo ICE 4 zu Transformers im Bau vom Saftladen GmbH.
cool. Welch Entscheidment. Sechs Laudon-Gasse. Keine Ansage, Herr Euer. Herr Lichtberger. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich voll Gummigas abspielen, gell? Nein, hier nicht. Aber wenn es jetzt bei Nico schaden. Ja, liebe Leute, wie findet ihr eigentlich den Bus? Schreibt es doch mal in die Kommentare und ja. Scheiße! Weißt du, ich will Informationen ansagen, aber. Jetzt bin ich beleidigt. Wie? Und ich darf auch den Ansagen abspielen. Chris, könntest du bitte leiser schreien? Ja, ich bin gerade in den Zug reingefahren. Na und? Ist kein Grund, so laut zu schreien. Es geht auch leise. Da lässt jemand was explodieren. Ich das Licht echt an? Das ist es so niedrig, wollte ich sagen. So dunkel. Nee, ich meine, es geht eigentlich. Dafür, dass es so ein alter Bus ist. Nächste Haltestelle. Hochbahn. U-Bahn. Aua, ich habe mir gerade den Hand gestoßen an den Mikrofon. Hand, Alter. Ja. Voila. Voila. Oh, warte mal. Gelle. Shit, ich habe ja die Fenster offen und es regnet. Merke ich gerade. Idiot mit dem fliegenden Motorrad, das ich auch habe, aber nicht in die Luft bekommen. Ich merke gerade, dass das nicht so intelligent ist. Guten Morgen. Ja, jedes Mal, wenn ich abfahre von der Haltestelle, hupe ich jetzt. Wie so eine Bahn. Das hört sich wirklich an wie so ein Bahnhorn. Richtig cool. So wie so eine alte, abgeranzte Dreckshupe. Als wenn ein Kilo Blätter drinnen wären. Dings, ne? Und so. Oh, jetzt hat der Bus aber zu kämpfen mit einer leichten Steigung. Und hier kommt gleich eine starke Steigung. Wie soll das werden? Oh mein Gott. Oh Gott, wir verlieren an Geschwindigkeit und wir sind gerade bei 30 und hier ist eine Steigung. Jetzt sind wir bei 29, 28. Außen ist ganz schön windig in echt. Wir sind da früh extrem gepisst. Oh, 25, gut, wir schaffen's. Jetzt sind wir oben. Ja, bei uns hat's, weiß ich gar nicht, hat's heute geregnet, Arma? Eine Frage. Ja, bitte. Hast du ihn, was hast du für... ich kann nicht mal reden. Sortier nochmal. Einen Moment, bitte. Hast du nicht das fliegende Motorrad? Das was Motorrad? Fliegende. Welches fliegende? Was mit dem neuen DLC rauskam. Ach, wusste ich gar nicht, ich hab das noch nicht gespielt. Ich habe aber auch noch nicht so viel Geld, muss ich sagen. Ich besitze nur eine Garage, ich besitze nicht mein Haus. Ich habe sehr wenig GTA gespielt. Ich würde dir einen Undergold von eBay empfehlen, der 10 Euro kostet. Was? Und 500 Millionen bietet im Spiel. Was für ein Bus? Ein Bus, Undergold. Oh, ich flüchte mal, da kommt einer mit... Was für ein Goal? Undergold, da hast du alles frei. Nein, warum sollte ich das machen? Ich bezahle auch kein Echtgeld. Dafür, das ist richtig dumm. Du hast 10 Euro für 500 Millionen im Spiel? Ja, aber ist doch dumm. Und 125 ran, jetzt kann ich mir alles kaufen. Ja, aber ist doch dumm. Nein. Doch. Warum soll ich dafür Geld bezahlen? Damit du andere besser töten kannst. Ist trotzdem dumm. Wenn du meinst. Ja, ist es. Lukas, ist das dumm oder nicht? Luki darf entscheiden. Luki! Okay, dann darf Chris entscheiden. Ist das dumm oder nicht? Ach, leck mich alle. Ist keiner richtig... da. Mein Gehirn auch nicht, wie man hört. Alter, die beschweren sich wie Fahr. Guckt doch mal den Bus an. Seid froh, dass ihr so einen tollen Bus fahren dürft. Mitfahren dürft. Guten Tag. Ja, diese Ampel ist jetzt vorübergehend kaputt. Der fährt ja toll. Ja. Guck mal, ich habe genau 0-0 für Frühverspätung. Passt ja. Mit es dem gibt Bus. Jetzt nur noch an dieser Ampel grün.
Mit dem Bus liegt man gut in der Zeit. Der lässt sich aber auch schön fahren. Nur die Spiegel sind halt sehr eklig, weil die sehr klein sind. Und besonders wenn es regnet, kannst du nichts erkennen in den Spiegeln. Wollen wieder alle da rein? Wenn du willst, kannst du dann gerne gehen, geht ja bei mir in der Firma arbeiten. Das heißt? Guten Morgen. Du bekommst Geld. Für was? Hallo. Ja, vielen Dank. Keine Ahnung. Für nix? Hallo. Eigentlich ja. Das mache ich. Darfst du aber auch Autos zählen, wenn du willst. Was darf ich Autos zählen? Ja. Kaufst du mir ein Auto? Geht nicht. Warum nicht? Weil man, glaube ich, keine Autos kauft. Aber du kannst mir Geld überweisen, oder nicht? Geht denn das? Weiß ich nicht. Geht das nicht, Chris? Ach, der ist ja nicht da. Hast du eigentlich Arma 3? Nein. Du kennst das, ne? Ja. Altes Live kennst du auch, ne? Nein. Hol dir das mal, ist im Angebot für 10 Euro Arma 3. Da gibt's den Spielmodus Altes Live, das ist cool. Habe ich heute mit dem Seelzahler-Player gemacht. Ja, guckst du bei Pizmo an, dann siehst du's. Deck Werbung. Ja. Das tust du durch Produktplatzierung. Nein, das nicht. Schön wär's. Hätte ich jetzt wieder ein 500er zugesteckt bekommen. Direkt ein 500er. Alles hey, Stick, bitte nicht zuhören. Doch. Ach ja, ich wollte ja in meinen Bunker fahren. Ich brauch nen Heli. Schöner Bus. Du kannst mir meine. Kannst mir gerne ein Heli drauf. Ich weiß zwar nicht, warum der Motor jetzt alleine ausgegangen ist, aber finde ich okay. Weil ich wollte ja sowieso Stopp machen. Meine Damen und Herren, das war's mit dieser wunderbaren Folge. Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, dann fahren wir wahrscheinlich mit dem Pegasus, wenn alles geklappt hat. Oder eventuell auf einem mit einem anderen Bus, das werden wir dann sehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ricardo? Ja? Du kannst gern Tschüss sagen. Ah ja, tschüss.